Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Im folgenden Video schauen wir uns an, wer sich im zweiten Halbfinale des FIDE Grand Prix in Belgrad durchgesetzt hat. Es standen sich gegenüber Dimitri Andreikin und Anish Giri. Die klassischen Partien endeten Remis, so musste der Tiebreak her und hier standen erstmal zwei Rapid-Partien auf dem Programm. Und genau diese zwei Rapid-Partien werden wir uns anschauen, denn es ist die Entscheidung gefallen in diesen zwei Rapid-Partien. Und schauen wir uns an, wer Richard Rapport ins Finale folgt. Ich hatte ja die letzten beiden Tage hier auch die Partien zwischen Richard Rapport und Maxim Vachier-Lagrave analysiert. Waren tolle Partien. Rapport wirklich ganz große Leistung. Und schauen wir uns an, auf wen er jetzt trifft im Finale. Es geht los hier in der ersten Schnellschachpartie. Andreikin hat Weiß, spielt E4. E5, Läufer C4, das Läuferspiel. Wer sich dafür interessiert, ich habe sogar vor ein paar Wochen ein Video gemacht zu dieser Eröffnung. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ist eine vernünftige Eröffnung mit Weiß. Springer F6, D3, Springer C6. Über Zugumstellung kann Weiß jetzt auch in die italienische Partie leiten. Das ist typisch. Aber Andreikin spielt Springer C3. Läufer B4, Entwicklung, Springer GE2. Weiß hält sich offen, hier F4 zu spielen, aber Schwarz hat jetzt die Möglichkeit, hier im Zentrum zuzuschlagen mit D5. Was heißt zuzuschlagen? Er kann den Bauern vorschieben. E schlägt D5, Springer schlägt D5. Kurze Rochade. Jetzt hängt der Springer D5. Deswegen Läufer E6 deckt hier den Springer. Das ist alles noch Theorie. Es geht hier weiter mit Läufer schlägt D5, Läufer schlägt D5, ganz konkret. Und jetzt F4. Weiß möchte die Stellung öffnen. Er hat den König schon in Sicherheit gebracht und möchte die F-Linie öffnen. Deswegen hat er ja auch den Springer auf E2 entwickelt. F6, Giri kennt das hier sehr gut. Das ist ein sehr guter Zug. Festigt den Punkt. F schlägt E5, Springer schlägt E5. Jetzt ganz wichtig hier aus weißer Sicht, Schwarz hat das Läuferpaar und eventuell kommt hier Läufer C6 oder Läufer geht zurück. Deswegen nimmt man jetzt auf D5 raus. Springer schlägt D5, Dame schlägt. Springer F4 hier, greift die Dame an, die geht zurück. C3, greift den Läufer an, der geht zurück. D4, alles sehr, sehr logisch. Hier muss Schwarz sehr genau spielen. Wenn er den Springer wegzieht, dann kommt Turm E1 Schach. Das ist dann sehr gefährlich, weil Schwarz das Rochaderecht verliert. Oder Dame E2 Schach. Und dann hier Dame B5 Schach, wenn die Dame dazwischen geht. Also sehr gefährlich. Aber es gibt hier wirklich eine sehr schöne Riposte. Und zwar lautet die, und das ist der beste Zug hier, lange Rochade. Nicht kurze, lange Rochade. Wie sieht die Pointe aus, wenn Weiß hier auf E5 nimmt? Könnt ihr bestimmt finden, oder? F schlägt E5 ist ein Riesenfehler wegen Läufer C5 Schach. Und Weiß verliert hier Material. Die Qualität am Ende, ne? Mindestens. Ja, sieht sogar nach mehr aus. Eine ganze Dame. Ne, Quatsch. Läufer E3, Läufer schlägt E3, König A1. Achso, und dann damit D1, Turm AD1, Turm D1, Turm D1, Läufer F4. Ne? Eine ganze Figur. Also D schlägt E5 geht gar nicht. Der beste Zug wäre jetzt damit C2 gewesen. Auch um die zweite Reihe abzudecken, in die Richtung zu schauen. Stattdessen kam Dame B3. Hier steht die Dame aber falsch. Weiß verfolgt ja einen falschen Plan. Springer G6 geht zurück. Der war jetzt angegriffen. Greift hier F4 an zweimal. Weiß müsste jetzt hier kleine Brötchen backen. H3. Das Feld hier decken, damit die Dame hier nicht hinkommt. Aber nach Turm HE8 steht Weiß einfach besser. Schwarz natürlich. Harmonischer aufgestellt. König etwas sicherer als er hier. Und Weiß ist vor allen Dingen noch nicht entwickelt hier am Damenflügel. Stattdessen kam hier aber Springer E6. Geht da rein, greift den Turm an. Turm FE8. D5. Stabilisiert hier den Springer, aber Schwarz kann diesen Springer verdrängen mit Springer F8. Weiß geht zurück, Springer D4. Und hier gab es jetzt verschiedene Möglichkeiten für Giri, den Vorteil festzuhalten. Inzwischen hat Schwarz hier enormen Vorteil. Die Engine sagt schon minus 1,8 hier, das ist schon sehr viel. Zum Beispiel nach Dame G4, Dame aktivieren. Dann den Springer wieder zurück über G6 nach H4 oder sowas, ne? Zweite Reihe könnte hier auch ein Problem sein, eventuell. Auch solche Geschichten hier, ne?
Ein weiterer Zug ist Läufer C5. Der gefällt mir auch ganz gut. Greift hier den Springer, fesselt den Springer und dann kann der Springer nicht wieder nach E6. Eventuell nimmt man hier raus und Weiß hat einen Doppelbauern. Das sieht auch ganz gut aus. Stattdessen wiederholte Giri die Züge. Springer G6, Springer E6 geht wieder rein, Springer F8, Springer D4, Springer G6, Springer E6 und die Spieler einigten sich auf Remis. Also etwas pragmatischer Ansatz hier von Giri in der ersten Schnellschachpartie. Er sagte sich, ja, mit schwarzen Remis ist gut. 15 Minuten Pause und dann spiele ich mit Weiß und kann meinen Anzugsvorteil eventuell nutzen. Gucken wir uns jetzt die zweite Partie an. Da ist die Entscheidung auch gefallen. Giri beginnt natürlich mit Weiß, E4, C5, Springer F3, E6, D4, CD4, Springer D4, Springer C6, Springer C3 und hier A6. Das ist eine eher seltene Variante der sizilianischen Verteidigung. Ziemlich viele Bauernzüge. Er ist eine Figur entwickelt. Und ganz konkret, der beste Zug ist hier Springer schlicht C6, B schlicht C6, Läufer D3. Erlaubt jetzt Schwarz hier zwar mit D5 im Zentrum Fuß zu fassen, ganz gut, aber nach Rochade sehen wir, Weiß ist deutlich besser entwickelt. Ne? Zwei Leichtfiguren im Spiel, König in Sicherheit und dadurch hat Weiß hier etwas Vorteil. Springer F6, Dame F3. Das ist konkret einer der kritischen Züge in dieser Variante, Dame F3. Ich kenne die Variante ganz gut, weil ich habe hier schon mal selbst hier diese Variante mit Weiß gespielt und da habe ich Dame E2 gespielt. Das ist auch ein guter Zug. B3, Läufer B2, Turm in die Mitte, F4 eventuell, König in die Ecke und dann angreifen. Aber Dame F3 ist konkret noch ein bisschen besser. Es gibt hier viele Möglichkeiten, über G3 den Bauern G7 zu attackieren. Über die dritte Reihe. Es geht hier weiter mit Läufer B7, Turm E1, Läufer E7 und jetzt Dame G3. Da kommt er. Greift G7 an. Und anstatt jetzt zu rochieren hier, das sieht für mich sehr logisch aus. Gut, Läufer H6 müsste man natürlich berechnen, aber Springer E8 deckt den G7. Und na gut, man geht wieder zurück nach F4 wahrscheinlich und hat hier Vorteil mit Weiß. Der Turm kommt ins Zentrum, man steht super harmonisch. Ja, das hat aber Andrejkin nicht gespielt. Nach Dame G3 spielte er hier H5. Krasser Zug, H5. Allerdings nach bekannten Vorbildern, das gibt es hier. Ich meine, es ist eine Rapid-Partie. Ne? Es geht um viel, beide stehen unter Druck, weil Halbfinale FIDE Grand Prix, eventuell entscheidende Partie für den Finaleinzug. Also muss sagen, Andrejkin auf jeden Fall hier sehr, sehr mutig. Gut, den Bauern G7 sollte man nicht schlagen, wegen Turm G8, Dame H6 und dann Dame B6 mit der Idee, lang zu rochieren und ja, unter praktischen Gesichtspunkten immer schwierig, sowas zu verteidigen. Ne? Der Engine sagt natürlich, ja, besser für Weiß hier, aber man kennt das ja, ne? Als Mensch verteidigen immer unangenehm. Also den Bauern würde ich da auch nicht nehmen. Aber Läufer G5 hätte ich gespielt. Der Zug sieht super logisch aus und ich weiß nicht, warum man den nicht gespielt hat, wenn ich ehrlich bin. Was ihm nicht gefallen hat, verhindert H4 und der Läufer wird eventuell schwarzfeldrig getauscht, wenn der Springer wegzieht und ein Tausch der schwarzfeldrigen Läufer, das kann nicht schlecht sein für Weiß, ne? Weil Schwarz dann auf diesen Läufer auf B7 kleben bleibt, der hinter der Bauernkette versteckt ist. Sieht für mich einfach besser aus für Weiß. Stattdessen H3 möchte hier den Bauern nicht bis nach H3 vorlassen, den Schwarzen. König F8 deckt jetzt den G7 auf diese künstliche Art und Weise. Läufer F4, H4, Dame F3. König G8, Turm AD1. Offensichtlich steht Weiß hier besser. Harmonisch aufgestellt. Ne? Alles entwickelt, König in Sicherheit gebracht, alles zentralisiert, sieht super aus. Schwarz dagegen, Armee ist zweigeteilt, der König blockiert hier den Turm. Gut, der hat hier die H-Linie, kommt aber nicht ins Spiel. Der Läufer hinter der Bauernkette. Das Einzige, was Schwarz hier für sich behaupten kann, ist dieses Zentrum. Drei Bauern im Zentrum und Weiß hat nur einen Bauern im Zentrum. Springer H5 greift den Läufer an, Läufer H2, Läufer D6, Tausch, Tausch, E5. Alles sehr logisch. Dame B4, Springer E2. Schwarz kann auf B2 nicht nehmen, wegen Turm B1. Er G6, bereitet König G7 vor. Oder dieses Manöver hier. G6, sehr logisch. C3, Dame E7 zurück.
Dame G4 ist hier, glaube ich, ein sehr starker Zug. Fesselt hier den Bauern. Eventuell F4, F5 oder Springer D4, F3, G5. Das sind verschiedene Möglichkeiten, die Weiß hier hat. Mit einem ordentlichen Vorteil. Stattdessen B4. B4 insofern sinnvoll, weil es die schwarzen Felder hier kontrollieren will, besser. Aber schafft hier eine Angriffsmarke für Schwarz und die nutzt Andrejkin sofort aus. A5. Attacke. A3. Und vor allen Dingen jetzt auch Läufer A6. Er tauscht seinen schlechten Läufer ab, der hinten auf B7 nichts gemacht hat. Springer D4, Läufer D3, Dame D3. Hier hätte Schwarz auf B4 nehmen können. AB4, AB4 und C5 und bekommt Gegenspiel. Ne? Er tauscht sehr viel ab, öffnet die A-Linie für den Turm und die Probleme werden immer geringer für Schwarz. Ne? Sind schon geringer. Stattdessen spielte er Dame B7. Gut, es ist eine Schnellschachpartie. Ne? Die beiden können nicht perfekt spielen. Es kommen natürlich Ungenauigkeiten. Turm B1, Dame A6. Möchte die Damen tauschen, aber Weiß zieht B5. CB5, Turm B5. Springer G7, Turm EB1. Das sieht immer noch gut aus für Weiß. Er hat die Türme verdoppelt auf der B-Linie, kontrolliert die B-Linie. Gut, der Turm auf B5 ist erstmal gefesselt, aber der wird gleich weggehen. Der Springer auf D4 zentral postiert. Kleines Problem, diese schwachen Bauern hier. A3, C3, E5 auch. Ja, ist nicht wirklich schwach, aber schutzbedürftig. Dame C8 zurück. Turm B6. Ich werde jetzt nicht jeden Zug ausführlich analysieren, weil, wie gesagt, das ist eine Rapid-Partie. Es ist normal, dass hier nicht perfekt gespielt wird. Springer F5 wäre zum Beispiel jetzt sehr stark gewesen aus schwarzer Sicht. Aber es kam erstmal Dame C5. Dame F3. Turm F8, Turm B8. Weiß opfert einen Bauern. Andrejkin nimmt den Bauern, der ja sowieso schlecht steht. Dame schlägt A3. Wenigstens hat er einen Bauern, wenn er schon schlecht steht. Hier hätte Weiß gewinnen können an dieser Stelle. Mit Dame F6. Es gibt ja verschiedene taktische Drohungen. Eine ist, mit dem Turm einzudringen. Ne? Auf die siebte Reihe auch. Und dann auf B8 zu nehmen, dann auf F7 zu nehmen, was das sehe ich jetzt. Springer E8 ist sehr sehenswert. Das verliert den Turm E8. Turm E8. Und hier Springer E6. Kann mir gut vorstellen, dass Giri das übersehen hat. Turm schlicht E6 geht natürlich nicht wegen Turm B8. Und F schlicht E6 geht natürlich nicht wegen Dame schlicht G6, König F8. Dame F6, König G8. Ich meine Turm B7, ne? Nee, da kommt Schach hier. Ne? Wie gewinnt denn hier Weiß? Hier. Dahin. Ah, und jetzt Turm B7. Jetzt Turm B7, weil die Dame deckt das Feld C1. Interessant. Und Turm E7. Turm B8 Schach. Turm E8. Dame F6. Genau, König G8, Turm schlicht E8. Ja, war alles nicht so einfach zu berechnen. Aber Dame, ich vermute mal, dass er sich hier irgendwo verrechnet hat, weil Dame F6 hätte gewonnen. Stattdessen spielte er Turm schlicht F8, nimmt sofort raus, Dame schlicht F8. Und ja, das sieht natürlich lustig aus hier, wie Schwarz verteidigt. Ne? Alles um den König rum, der Turm auf A8 spielt gar nicht mit. Aber Weiß muss halt hier irgendwie den Ausknopf finden. Er muss das irgendwie gewinnen, weil er hat als einen Bauern weniger, einen ganz wichtigen Bauern. Im Endspiel würde der schwarze A-Bauer hier natürlich extrem stark. Dame F6 ist immer noch sehr stark. A4, Springer C6, Springer E8, Dame F4 zurück, A3, Turm B8. Und über A8 kann er den Bauern aufhalten. Und ihr seht es, ne? Die achte Reihe hier sieht natürlich lustig aus bei Schwarz. Total passiv, ne? Liegt natürlich auch an der Eröffnungswahl, ne? Von Beginn. Stattdessen spielte Giri hier nicht Dame F6, sondern er spielte stattdessen Springer C6, also statt Dame F6 spielt der Springer C6, Dame C5. Und jetzt ist es überhaupt nicht mehr klar. Turm B5 droht matt, aber Springer F5 einfach. Kann einfach dazwischen. Jetzt ein sehr starker Zug von Giri, Springer E7 Schach. Hat er gut gesehen. Springer schlicht E7, Dame F6 gewinnt hier. Es droht auch Turm B8 hier, ne? Ganz stark. Wobei Springer C8 ging, aber Turm E7 droht natürlich. Ne? Und er darf nicht weg wegen Dame schlicht F7 matt.
und König F8 kommt Dame H8. Da sah Andrejkin und zog König G7. Und hier patzte Giri. Er musste auf F5 tauschen, Springer F5, und nach GF5 Dame F4 ist das wahrscheinlichste Ergebnis Remis. Auch nach E schlicht F5, E6. Ne? Stattdessen nahm er auf G6 hier, verrechnete sich komplett. Klar, okay, König schlicht G6 geht nicht wegen Dame G4 Schach. König A6 und Dame F4, König G6, Dame G4. Es ist Remis, das war seine Idee. Aber Dame C6 Zwischenzug gewinnt. Großes Problem. Der Turm kann auf der siebten Reihe nicht mehr, sich nicht mehr halten. Turm hierhin, Dame B6, Turm D7, Dame B5. Turm muss wieder weg. Turm C7, Dame B8, Turm D7, Dame E8. Und hier ganz wichtig, der F7 ist gedeckt. Der Turm muss weg. Und jetzt kann der König nehmen. Und nach Dame G4 kann der König nach H7 zurück. In den Varianten, wo die Dame auf C5 stand, ging hier Turm schlicht F7, gefolgt von Matt. Mit der Dame auf E8 geht das nicht. Und hier geht es nicht weiter. Dame H5 Schach, Springer H6. Na, und Schwarz gewinnt. Ja, bitter, dieser Zwischenzug. Und Giri nahm auf F7 raus, Turm schlicht F7. Das verliert aber. König schlicht F7, Springer schlicht A8, König G7. Der Springer ist gefangen, Dame H5. Aber Dame schlicht C3. Plötzlich hängen alle Bauern hier bei Weiß. Dame G6 Schach bringt nichts wegen König schlicht H8, deswegen Springer F7. Dame E1 Schach, König H2, Dame F2, Springer G5. Dame G3, König G1, Dame E1, König H2, Dame schlicht E5, alles mit Schach, total bitter. König G1, Dame E3, König H2, Dame E3, G3, König G1, Dame E1, König H2, Dame H1. Er tauscht die Damen ab. König A1, Springer G3, König G1, Springer schlicht A5. Und dieses Springer-Endspiel hier ist einfach gewonnen. Schwarz hat zwei Bauern mehr, vor allen Dingen der A-Bauer, ne? Zwei dicke, dicke Freibauern. Gut, Springer schlicht E6 Schach, König F6, Springer C5, König E5, König F2, D4, König E2, König Springer F4 Schach, König F3, König D5, Springer A4, Springer E6, G3, schlagen, schlagen. Ne, nicht schlagen, H4, D3, König schlicht G3, König C4, H5, König B3, H6, Vorsicht, nicht den Bauern durchlaufen lassen. Springer F8, Springer C5 Schach, König C2, Springer E6. Netter letzter Versuch von Giri. Aber es kommt D2 und er gab auf, weil auf Springer schlicht F8, D1 Dame, H7, Dame D4, die Dame den Bauern auffällt und Schwarz natürlich problemlos hier gewinnt. Und hier ist auch noch ein Freiburg. Ja, im Prinzip hat sich Anish Giri selbst geschlagen in diesem Halbfinale gegen Andrejkin. In der ersten Partie hätte er weiterspielen können, vielleicht sogar müssen. Und in der zweiten Partie stand er lange, klar besser bis auf Gewinn, war am Drücker, hat sich am Ende aber noch überrumpeln lassen. Finale dementsprechend Richard Rapport gegen Dmitri Andrejkin. Werde ich natürlich darüber berichten, wenn die Partien was hergeben. Gehe ich von aus bei den beiden Spielern, weil es sind beide sehr kampfstarke Spieler und die auch sehr mutig spielen, sehr kreativ spielen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Checkt auch meine anderen Kanäle aus, The Big Rig Highlights, The Big Rig Shorts. Macht's gut, bis dann.